Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Das letzte Mal haben wir einiges geschafft, denke ich, hoffe ich. Das Spiel läuft auf 30 Frames, ernsthaft? Wow. Oh, man sollte den Ton wieder einschalten. Mach mal an hier. Also. Okay. So. Da sind wir dann auch wieder. Ja, ich habe den Ton ausgemacht, weil ich das nochmal nachspielen musste bis hierher, weil das Spiel lustigerweise nicht speichert. Bei mir, warum auch immer. Und naja, dann gucken wir mal weiter. Das letzte Mal haben wir das Spiel begonnen, haben herausgefunden, dass hier einiges kaputt ist. Und haben. Oh ne, hier war nichts, ne? Außer dem Programm, richtig. Und ja, haben versucht, die Sicherheitstüren zu öffnen, was aber nicht funktioniert hat, denn so ein Fettsack hat gemeint, ich mach mal den Strom aus und jetzt dürfen wir uns hier im Dunkeln quasi durchtasten und gehen jetzt mal in den Keller, der jetzt lustigerweise offen ist, warum auch immer. Okay. Okay, hier muss ich aber durch. Würde ich aber auch. Ah, da, okay. Da liegt eine Mappe. Die nehmen wir da erstmal mit. Direkt mal reinschauen. CIA-Dokument, okay. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude Bräu Bäh. Alter. 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Das heißt, das alles hier hat mit der CIA zu tun, ja? Okay. Cool zu wissen. Es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeit, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Hypnose. Tötet Menschen. Gut zu wissen. Boah, dieser Sound, ne? Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Okay, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung. Ist hier noch irgendwo was? Eine Wand. GG. Okay. Dann klettern wir mal darüber. Und sehen wieder nichts. Kerl, müsst ihr auch unbedingt das Licht. Okay, was ist das? Ich geh dann mal. Nope. Okay, da ist wieder so ein Noob, der sich nicht vernünftig aufhängen kann. Meine Güte. Das sind aber auch Spaten hier. Aber ich denke mal, davon werden wir noch ein paar finden, weil. Ich meine, hier war ja. Ja! Warum auch nicht? Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Okay! Was so ein Typ. Also, ich denke, wir werden davon noch so ein paar finden, weil ich meine, wir haben ja einiges an Köpfen gesehen. Ja, ist ja gut. Hast du eine Gaspumpe? Okay, du scheinst eine Gaspumpe zu sein.
Machen wir eine neue Batterie rein. Das läuft uns hier gleich aus. Muss ja nicht sein. Oh shit. Kann ich mich hier irgendwo verstecken oder so? Not really. Hier vielleicht. Oh oh. Ich glaube, wir sind gleich tot. Wenn er sich umdreht, sieht er uns auf jeden Fall. Or not. Mal vorsichtig um die Ecke. Okay, der Kerl scheint weg zu sein. Oder auch nicht. Okay, der patrouilliert da hinten. Ne? Sie jetzt bitte weg. Okay. Okay. Erste Gaspumpenaktion scheinbar überlebt. Nicht mehr allzu viel Batterien, deshalb ich jetzt mal, dass ich ein bisschen spare. Wir müssen offensichtlich hier weiter. Leider. Okay. Hi, ich bin tot. Hallo, tschüss. Ja, komm. Wand. Au. Au, tot. Ja, komm, ich bin hinüber, ich hab's gemerkt. Okay. I'm dead. First time. Okay. Wir versuchen das mal ein bisschen anders. Denn so verbrauchen wir definitiv zu viel Energie. Ja, komm. Schrei nicht rum. Ja, schon weg. Achso, das ist die Tür, wo der gleich durchkommt. Alles klar. Das heißt, wir müssen hier lang. Ding aktivieren und uns dann hier hinter. Ah, da ist eine Batterie. Batterie, tief und hier runter. So. Oh, habe ich die Tür nicht zugemacht? Doof. Na komm, beweg dich. Oh, die sagen sogar interessant, immer andere Sachen, das ist cool. Ist jetzt weg? Oder so? So. Steht da noch, ne? Ja, da vorne. Ah ne, das ist die Leiche, die da pendelt, okay. Wir müssen ihn ja eigentlich sehen, er müsste ja dann gleich da, genau, da reingehen. Huh. Okay.
Jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Die Tür ist wahrscheinlich auch. Ne, die ist offen, okay. Ah, hier ist die zweite Pumpe, alles klar. Ach, ich möchte mich in so einem Spind verstecken hier. Jetzt wird er wahrscheinlich wiederkommen. Nehme ich an. Kann ihn jetzt halt nicht so wirklich sehen, aber man hört ihn. Da ist er. Hallo. Na? Und er macht natürlich wieder den Schrank neben uns auf. Wie erwähnt. Dass er uns nicht atmen hört, ey. Ist aber auch alles. Halt dir meinetwegen eine Hand vor dem Mund oder so. Obwohl man selber hört das ja auch immer deutlich lauter als die Leute um einen rum. Also man selbst hört sich ja auch atmen und hört auch meistens so adrenalingeladene Situationen, das Pochen des Herzens oder das Rauschen des Blutes im Ohr, das hören die anderen halt auch nicht. Aber man denkt meistens, dass die anderen das trotzdem hören. Da hinten ist er. Okay. Hier hätte ich auch hingekonnt. Wahrscheinlich auch funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Hinter verstecken können. Okay, es gibt auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, sich zu verstecken. Das finde ich ganz cool. Okay. Steh mal auf und mach mal wieder das Licht an, sonst sieht man hier gar nichts. Ich würde jetzt hier sogar zum Teil ohne Licht arbeiten. Einfach um. Ja. Das alles hier so ein bisschen schneller hinter mich bringen zu können, aber. Beziehungsweise ohne großen Batterieverlust hinter mich bringen zu können. Gelben Gaspumpen habe ich jetzt eingeschaltet. Wo ist denn der Hauptschalter? Oh, hat er mich gesehen? Auf jeden Fall hier hin, das ist scheiße. Patrouilliert der auch hier hinten? Wenn ja, dann habe ich jetzt gleich ein Problem. Da so. Okay, das heißt aber auch, dass der jetzt nicht mehr da hinten ist. Heißt, mit ein bisschen Glück. Oh shit, er hat mich gesehen. Okay, renn. Wow, hi. Geh weg. Weg, 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 weg. Hoppa. Hopp, und hopp. Und hier durch. Und hier durch. Und dadurch. Okay. Den haben wir abgehängt. Den Saftsack. Huh. Ich hoffe zumindest, dass wir ihn abgehängt haben, sonst steht er jetzt hier gleich und dann haben wir ein Problem. Ich bezweifle es stark. Ich könnte ruhig sagen, ich würde es stark anzeigen. Alter, diese Lampe, ne? Als wenn die überhaupt keinen Radius hätte. Hier ist einfach mal dunkel jetzt. Okay, das, was wir jetzt noch finden müssen, ist dieser Hauptschalter.
Ist aber wahrscheinlich. Ich höre ihn schon wieder. Da hinten ist er. Mal hinhören. Wahrscheinlich da reingegangen. Würdest du bitte da drüber klettern? Okay. Also ich sehe das richtig, dass das hier... Oh shit. Darf mich nicht sehen. Nicht des Todes. Again. Ah, toll. Lauf. Ja, komm. Du folgst mir jetzt eh schon nicht mehr. Ah, folgst du mir noch? Okay. Dieser Kerl ist nervig. Aber hier raus folgt er mir eh nicht, weil das ist ein anderer Bereich. Das wäre Schwachsinn, wenn man ein Monster bauen würde, die einem in andere Bereiche folgt. Ich komme nicht an dem Kerl vorbei. Das ist gerade so mein Hauptproblem. Na, nicht ducken. Hoch da. So, jetzt mal nicht so zögerlich hier. Einmal. Hab ich gesehen? Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Oh, hi. Okay, er kommt doch mit. Zumindest stückchenweise. Hoppa. Oh, 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 oh. Lauf. Dankeschön. Also langsam geht der Kerl mir echt auf den Keks. Ich komme gerade halt nicht an dem vorbei. Okay, das ist definitiv nicht der Hauptschalter. Ich wette, der ist da hinten irgendwo. Aber dafür muss ich halt echt einfach an dem Kerl vorbei und der ist hier irgendwo. Das ist das Problem. Da ist er. Da kommt er jetzt gerade raus. Hier in meine Richtung. Steht da jetzt davor. Sollte jetzt da irgendwo sein. Oder er steht halt einfach da. Hoppa. Okay, versuchen wir es nochmal. Okay.
Ich hoffe jetzt einfach mal, er kommt nicht hier rein. Ist auf jeden Fall auf der anderen Seite der Tür. Okay, vorsichtig. Mitkriegt. Vorsichtig. Jetzt hier sogar rennen. Nicht ducken. Hoch. Geh doch hoch, Mann. Danke. Jetzt kommen wir nie an. Ach Gott, hier ist auch dunkel drin. Um die Tür zu gehen. Da ist der Hauptschalter. Okay. Ich hätte gerne Batterie. Sonst haben wir bald keinen Saft mehr. Das wäre dann beschissen. Jetzt muss ich mich hier irgendwo verstecken, wette ich jedenfalls mit. Drauf! Wieder rein. Okay. Jetzt muss ich noch einmal zu dem Kontrollpunkt, nehme ich an, damit ich da das nochmal aktivieren kann und dann haben wir wieder Strom. Und der Kerl wird jetzt gleich auf jeden Fall hier reinkommen. Was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass er die ganzen Sachen nicht einfach wieder ausmacht. Ich meine, der sieht ja, dass wir irgendwie an dem vorbeigekommen sind und die Sachen angemacht haben. Warum macht er die nicht einfach wieder aus? Ja, jetzt bricht er gerade die Tür auf. Boom. Komm schon. Badababab. Ihr müsst das entschuldigen, dieses Gebrumme. Ich mach gerade die Stimmung kaputt, ne? Egal. Oh mein Gott, der steht vor der Tür und hat gerade den anderen Schrank geöffnet. Was eine Überraschung. Und jetzt geht er wieder. Mensch. Ich habe heute eine Probe gehabt von der Band. Und wir spielen da im Moment Soul Man. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Blues Brothers haben die es manch. Ich weiß nicht, ob es von ihnen ist, aber die haben es auf jeden Fall gesungen. Und davon so eine richtig schöne Big Band-Version. Und die ist einfach geil. Und die habe ich jetzt die ganze Zeit im Kopf. Das ist ein bisschen nervig. Aber sehr geil. Also mich stört es nicht, aber euch vielleicht, wenn ich es die ganze Zeit summe. Gut. Ist er das da hinten? Ne, das ist irgendein Rohr. Okay. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen beeilen hier. Oh shit. Lauf. Lauf, 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 lauf. Hier kommt jetzt auf jeden Fall hier rein. Gif. Nicht? Kann ich erzählen. Ha, als wenn. Als wenn er mich nicht sehen würde, komm. God damn, dat KI. Wow. 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 Die KI, ey. Wow. Die ist ja mal richtig bad. Okay, da kann nichts sein. Jetzt einfach mal, dass der jetzt hier nicht allzu nah an uns dran steht. Okay. Okay, lauf.
Aktivierung. Erfolgreich. Renn. Renn um dein fucking Leben, Kollege. Hoppa. Ich seh nix. Fuck. Raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Warte, Meter, ja? Nö. Der bleibt immer an dieser Engstelle da hängen. Kann das sein? Noob. Ist zu fett. Noob. Okay. Mission accomplished. Wir haben das Licht angemacht. Win. Wir können jetzt wahrscheinlich nicht einfach in den Sicherheitsraum und alles ausschalten hier, oder? Das würde mir jetzt... Wäre jetzt zu einfach. Komm. Kannst mir nicht erzählen. Echt? Einfach wieder hier? Okay. Dann mach mal. Hallöchen. Au. Oh. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There's so much yet for you to witness. Na toll. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Okay. What? Ladezeit. Okay. Nehme ich jetzt erstmal so hin. Ich habe ja gewusst, dass es so einfach gewesen wäre. Ach, schade. Ich dachte, wir aktivieren das jetzt, rennen hier einfach raus und kämpfen dabei noch gegen 15.000 Monster. Aber irgendwie nicht so. Warum lässt er uns die Kamera? Das ist doch voll das gute Beweisstück. Rest in Peace. RIP, Rest in Peace. Vergiss nicht, dass du Notizen bla. Rest in Peace. Moment. Ja, die habe ich jetzt halt alle nicht gelesen, weil ich es halt nachspielen musste. Ich mach das mal kurz. So. Notizen. Not. Ach so. Okay. Ja gut, das gut. Aber die erste Notiz haben wir ja schon gelesen. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Woher weiß er, dass er so heißt? Glaub ich sei ein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht im Blut an der Wand geschrieben. Gut zu wissen. Wie auch immer er darauf kommt. The fuck? Steht das da irgendwie oder was? Okay. What? Hi. Na, was geht? Danke. Lässt mich einfach so raus hier? Okay, wow. Was auch immer das war. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. I want his tongue. And liver. They are yours. Ihr seid verrückt. Gut, dass wir das geklärt haben. Bist du wieder so eine Patrouille? Ja, denke ich mir auch manchmal. Einfach mal den Kopf gegen die Wand schlagen. Ein Gespenst nicht, aber jede Menge Verrückte. Zum Beispiel den da.
So komme ich immer aus der Schule. Jeden Nachmittag, weißt du? Ich komme aus der Schule und denke mir, ach jetzt, einfach mal den Kopf gegen die Wand schlagen. Das ist... Das muss einfach sein. Okay. Hi. Tschüss. Na, zu da. Hey. Hi. Okay. Wow, hi. Na? Das passiert mit Leuten, die einfach mal die Fresse nicht halten können. Deren Mund wird zugenäht. Guckt euch das an, Kinder. So sieht's später mal aus, wenn ihr die ganze Zeit nur Scheiße labert. Okay. Whatever. Hier ist ja nichts. Hä? Okay. Okay, zum Teil ist hier einfach gar nichts. Ist auch leer. Ey. Ah, ich drücke mal die falschen Tasten. Die falschen Tasten. Block B. Okay. Okay, hier ist scheinbar nichts weiter zu holen. Obwohl, vielleicht hier noch. Nö. Ha. Na, ihr beiden, es geht. Okay, ich sollte jetzt ein bisschen langsam agieren hier. Ich habe nur noch eine Batterie. Das ist nicht so geil. Na, wie geht's dir? Du wirkst ja voll happy. Guck dich den mal an hier. Liedchen auf den Lippen und die ganze Zeit am Feiern. So muss das. Achso, das ist unsere Zelle. Die hier ist dicht. Hm. Komm ich einfach so raus? Aber ja, klar. Patsch, patsch. Okay. Wie zur Hölle soll ich hier rauskommen? Also erstmal stellen wir jetzt den Camcorder. Der hat hier nichts mehr verloren, weil wir haben jetzt eh alles einmal gefilmt. Ich muss mich mal einmal richtig hinsetzen. Oh! Aua. Okay. Okay, theoretisch... Ach ja, das ist voll cute. Ich möchte ihn rauslassen. Komm schon, der ist doch voll cool. Voll gut drauf, der Kerl. Was ist mit dir? Ah, du hast da ein bisschen was eingebüßt, okay. Also mit dem Frühstück, das üben wir noch, ne? Du musst aufessen, sonst gibt's kein gutes Wetter. Noob. Kann ich mit denen interagieren oder so? Hallo. Hallo. Oh, faszinierend, dass der Zoom auch auf der Entfernung noch klappt. Cool, cool.